mich auf euren Vortrag. Vielen Dank. Ja, hallo zusammen. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein an diesem besonderen Creative Morning. Erstmal vielen Dank an die Lisa für die Einladung. Und wir wollen die Gelegenheit nutzen, euch zu zeigen, wo wir unsere Zeit investieren, sprich einen kleinen Einblick in unsere Arbeitsmethoden. Kurz noch zu uns, Frederik Wiegand, Thomas Wirtz oder umgekehrt. An der Hochschule Düsseldorf beide Kommunikationsdesign studiert und blicken auf eine lange Reihe gemeinsame experimenteller Projekte und haben uns dann letztes Jahr gedacht, machen wir es doch offiziell. Also wir haben Ende letzten Jahres unser gemeinsames Designlabor Aerosoap gegründet. Eines der Exponate, das habt ihr unten schon am Eingang gesehen, die elektromagnetische Grußhand mit Laborhandschuh. Das sind ein paar andere Projekte, ein paar andere Experimente, die in dem Zusammenhang passieren. Ihr seht sehr viele ephemere Stoffe, sehr viel über physikalische Prozesse, und das sind so unsere Tools. Warum haben wir uns entschieden, gerade mit solchen Sachen zu experimentieren oder Gestaltung aufzunehmen? Weil wir eben glauben, dass wir Botschaften mit eben diesen Tools auf eine ganz besondere Weise sichtbar machen können. Mitunter auf multisensorische Art und Weise, auf interaktive Weise. Und wir glauben, für jedes Produkt und für jede Botschaft oder Information gibt es mindestens ein Material oder einen Prozess, der das noch mal eine Nummer greifbarer oder spürbarer machen kann. Das ist unser Skizzenbuch. Also wir arbeiten hauptsächlich, sagen wir mal, zumindest am Anfang, mit Petrischalen. Das hat seinen Grund. Wir fangen immer im Kleinen an, weil wir uns auch so ein bisschen vom Zufall überraschen lassen wollen. Das heißt, wir wollen so ein bisschen schauen, wir provozieren sozusagen so ein bisschen den Unfall hervor, um zu Dingen zu gelangen, die wir vielleicht so noch nicht gesehen haben und die wir dann entsprechend im zweiten Schritt einsetzen können. Wir versuchen dann im zweiten Schritt die Sachen steuerbar zu machen, nicht nur für uns, sondern auch für andere im Rahmen der Interaktion. Und im besten Falle entsteht dann am Schluss ein modulares System, das die ganze Zeitinvestition am Anfang, die wir in den Experimenten gemacht haben, so ein bisschen wieder wettmacht durch einen möglichst großen Output im Ergebnis. Über das Verhältnis von physikalischen Prozessen im Rahmen von Gestaltung habe ich auch meine Masterarbeit geschrieben, wo der Frederik auch maßgeblich mit involviert war. Und ihr seht hier einen kleinen Einblick in das Buch, das in dem Zusammenhang entstanden ist. Und während dieses Prozesses, während dieser ganzen Experimente, ist eben auch eine Schrift entstanden, die die Kombination oder den Einsatz physikalischer Prozesse begünstigt. Da würden wir euch gleich, da sage ich gleich noch was zu. Und das bildet sozusagen auch die Grundlage unserer Arbeitsmethodik innerhalb unseres Labors von Aerosoap. Es gibt so drei große Gruppen, die wir sozusagen anbieten. Das eine ist das Setup für Film und Foto, also die Vorbereitung durch Experimente für Film und Foto. Und hier komme ich nochmal zur Schrift zurück. Erfreulicherweise hat sich ein Jahr nach meinem Master Adobe bei uns gemeldet und hat gefragt, ob wir nicht Lust hätten, diese Schrift für die Max Creativity Konferenz für das Logo anzuwenden. Haben wir natürlich dankend Ja gesagt. Das war die Vorlage, das haben wir daraus gemacht, und jetzt zeigen wir euch mal im Film den Prozess vom Beginn quasi bis zur Anwendung. Thank you.
Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Das war sozusagen unser Weg von Düsseldorf nach Las Vegas. Hier sieht man nochmal das modulare System als fotografische Ausführung. Ihr habt vielleicht auch im Video gesehen, da war so der ein oder andere Moment bei, der gar nicht mal so geplant war. Ihr habt die kleine Natrium-Explosion gesehen und das ist halt der Punkt, wo man, wenn man dem Zufall so ein bisschen Freiraum lässt, dann kommt man halt auch zu Momenten, die so auf diese Weise nicht so ohne weiteres nochmal entstehen und die man dann sehr schön in die Gestaltung mit einfließen lassen kann. Hier nochmal das, was ihr eben gesehen habt, also die Ausführung letztlich auf den Screens, über die Banner, ein bisschen auch zu T-Shirts. Im Außenbereich gab es dann auch noch ein interaktives Exponat, wo das Logo eben dadurch gefüllt wurde, dadurch, dass der Besucher sich auch darauf verewigen konnte. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim zweiten Teil, bei den interaktiven Exponaten, bei denen nicht ganz so viel möglich ist wie beim Setup für Foto und Film, weil es gibt Sicherheitsbestimmungen. Wir können nichts explodieren oder abbrennen lassen, aber dafür können wir bei den interaktiven Exponaten haben wir die Möglichkeit, dem Betrachter sozusagen direkten Dialog zu so einem physikalischen Prozess zu bieten. Und das erzählt uns jetzt mal der Frederik. Danke, Thomas. Im Zusammenhang mit der Max hat uns Adobe gefragt, ob wir nicht Lust hätten, ein Remix-Projekt zu machen. Kurz zur Info, Adobe Remix ist im Grunde, also Adobe lädt Designer in regelmäßigen Abständen dazu ein, das Adobe-Logo auf ihre Weise zu interpretieren. Und wir haben natürlich dankend Ja gesagt und wir hatten eigentlich nur 2 Wochen Zeit, Konzepte zu entwickeln, sind trotzdem, wir haben uns die Zeit genommen, wieder klein gestartet. Wir beginnen die meisten Sachen in der Petrischale, gucken, welche physikalischen Prozesse ein Potenzial haben, weiterverfolgt zu werden. Im nächsten Schritt bauen wir dann Prototypen und meistens, also hier ein bisschen behind the scenes, was man sonst so nicht sieht. Die Prototypen sind meistens relativ einfach aufgebaut, also wir versuchen da ganz schnell irgendwie zu sehen, ob etwas funktioniert oder nicht und was wir verbessern können. Und im nächsten Schritt bauen wir diese Modelle dann 1:1 und schauen, ob sie funktionieren. Ja, und wenn alles funktioniert hat, dann haben wir ein Ergebnis. Das sehen wir jetzt hier, hoffe ich. Das ist unsere Kollektion an Remix-Exponaten, die wir auch in Las Vegas dann zur Max Creativity Conference ausgestellt haben. Das ist einmal der Remixer, die Bubble Wall und der Black Mirror. Und jetzt gucken wir uns als erstes mal die Bubble Wall an. Ja, und hier nochmal das Bild vom Anfang. Jetzt klärt sich das vielleicht auf. Das ist die Bubble Wall von hinten mit den glücklichen Eltern. Und also das sieht man vielleicht so ein bisschen die Technik, die dahinter steckt. Die Details erspare ich uns jetzt aber. Als zweites Projekt hatten wir den Remixer, bei dem wir geguckt haben, dass wir mit möglichst vielen Materialien einen hohen Output an Ergebnissen. Thank you.
Und last but not least der Black Mirror, bei dem der Besucher die Möglichkeit hatte, selber Hand anzulegen und Einfluss auf das Geschehen zu nehmen. Ja, hier sehen wir nochmal ganz kurz den technischen Aufbau vom Black Mirror. Nur zur kurzen Information, also im Grunde haben wir zwei Komponenten. Das ist einmal die analoge Seite mit den analogen Effekten und die digitale Seite mit den digitalen Grafiken, die dann im Becken sozusagen verzerrt und manipuliert werden können, wodurch wir eine große Variation an Output erzielen konnten. Und damit zurück zu Thomas. Ja, wir kommen zum dritten Teil, zu den Workshops und Seminaren. Ich bleibe aber trotzdem noch beim Black Mirror. Der ist nämlich im darauffolgenden Jahr noch eine Nummer komplizierter geworden. Nicht in der Anwendung, da ist er eigentlich leichter geworden. Also das war für den Open Source Festival Kongress 2018. Ihr seht hier den Besucher, ihr seht den Bildschirm und ihr seht hier dieses Steuerungsmodul, mit dem der Besucher sozusagen in der Lage war, sein eigenes Gesicht in Echtzeit zu verzerren. Und ich glaube sogar heute ist jemand hier, der sich da wiederfindet. Ja, also so hat der Besucher durch rein analoge physikalische Prozesse sozusagen ganz neue Seiten an sich entdecken können. Das ist nicht nur ein Beispiel für Workshop im Rahmen von Veranstaltungen, sondern eben auch dafür, dass wir die modularen Systeme, die wir machen, versuchen immer ein Stück weit zu erweitern. Weiterhin spielen Workshops bzw. Seminare an Hochschulen eine große Rolle. Ich bin seit 2 Jahren Dozent, zunächst an der UdK Berlin und jetzt hier in Düsseldorf, wo natürlich auch der Frederik auch immer mit dabei sein muss. Und wir haben hier mal so ein paar schöne Arbeiten von Studierenden rausgekramt, wo natürlich auch während des Seminars oder während des Semesters sehr viel Wert auf das Experiment gelegt wird. Also es entstehen Maschinen, es entstehen Filme, das Ganze ist immer sehr transmedial angelegt, sodass der Fokus eben auf dem Experiment liegt. Und das Ganze wird natürlich dann gegen Ende des Semesters auch nochmal im Raum inszeniert, also im Rahmen einer Ausstellung Besuchern, manchmal öffentlich, manchmal nicht, eben zugänglich gemacht. Damit sind wir eigentlich schon, damit ist unsere Zeit fast schon rum. Das war so ein kleiner Einblick in unsere Arbeitsmethoden. Wenn ihr mehr davon erfahren wollt, schaut gerne mal auf Instagram vorbei oder auf unserer Internetseite. Da gibt es noch vielleicht sogar das ein oder andere ausführliche Experiment. Ein letztes Experiment haben wir noch. So viel Zeit muss sein. Normalerweise ist freitags unser Experimentiertag, der ist heute ausgefallen, weil heute sind wir hier. Deshalb haben wir den vorgezogen und dachten, wir verbinden das Ganze doch einfach. Also wir verbinden die Experimente einfach mit dem aktuellen Anlass und haben ein bisschen was ausprobiert nach dem Prinzip Trial and Error. Ihr seht, nicht alles hat geklappt, aber am Ende hat dann doch das ein oder andere geklappt. Ja, und in diesem Sinne zum Abschluss Happy Birthday. Happy Birthday.
Vielen Dank. Vielen Dank.